Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Golden Edition. So, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen unsere Pokémon verarzten. Haben wir hier auch noch einen Supertrank? Nee. Nein. Da müssen wir halt jetzt hier die Tränke aufbrauchen. Epona, Schnapp ist auch noch in Ordnung. Bechtold braucht auch noch keinen. Ach nee. Nur der Aaron kriegt mal einen. Weil der ja relativ langsam ist und muss immer relativ viel Treffer einstecken. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. Das glaube ich dir, mein Lieber. Das glaube ich dir. So. Teenager Werner möchte kämpfen. Teenager Werner schickt Sandama in den Kampf. Sandama. Aaron, du bist dran. Stärke. Und... jawohl, perfekt. Stärke, Aaron, Stärke. Boom. Sandama hält relativ viel aus. Schlitzer. Der Attack ist nicht sehr effektiv. Stärke. Bams. Sehr gut, nochmal Stärke. So. Und das war's mit dir, Sandama. Boom. Perfekt. Und Aaron hält speziell 1728 Erfahrungspunkte und Aaron ist Level 23. So soll's sein. 190 Verteidigung, Leute, habt das gesehen. X-Bad kommt in den Kampf. Dann nehmen wir doch gerade mal unseren Schnappus. X-Bad, Level 33, alles klar. Los, Schnappi. Eisieb, Schnappi. Oh, Konfustrahl. Komm, Schnappi, Fokus auf X-Bad, konzentrier dich, dreimal tief durchatmen und... yes, Commander, du bist der Beste. Boom. Oh, das gibt's nicht. Machen wir doch gerade mal einen Hyperheiler. Auf, Schnappi. Schnappi kam wieder zu sich, perfekt. Und Flügelschlag einmal, dankeschön. Und dann benutzen wir doch einmal Schlitzer. Boah, Superschall hat er auch noch. Was ist denn das für ein Unmensch? Konfustrahl und Superschall. Ah, blöd. Blöd, 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 blöd. Wir probieren es weiter mit Schlitzer. Wenn es mir zu Joker wird, wechseln wir aus. Schnappi benutzt Schlitzer. Das war's auch schon. Teenager Werner wurde besiegt. Eieiei, ich bekam Dresche. Tja. Halt da oben noch Trainer. Perfekt. Ich kann das sehen. Ich kann alles über dich sehen. Döp, 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 döp. Psycho Jean möchte kämpfen. Psycho Jean schickt Xatu in den Kampf. Xatu! Ein Xatu, Eisenschweif. Eisenschweif Aaron. Schweif es weg. Boom. Perfekt mit Metallmantel und mit Step. Der Eisenschweif ist eine mächtige Attacke. Ein mächtiges Werkzeug. Psycho-Genre wurde besiegt. Dein Stärk konnte ich nicht sehen. Hä? Okay, ja. Hier liegt wieder unser lieber und toller Bekannter. Relaxo. Das heißt, es geht jetzt hier weiter. Wenn wir jetzt hier hochfahren und dann... Oh! Geduld ist das Zauberwort. Das gilt fürs Angeln und für Pokémon. Bist du dir da ganz sicher? Düp, 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 düp. Angler Anton möchte kämpfen. Angler Anton schickt Remoraid in den Kampf. Remoraid! Stärke! Oh, Blubstrahl. Das müsste sogar relativ gut reinzimmern. Ah, Aaron. Stärke. Tschüss, Remoraid. Und Aaron hält wieder spezielle 801 Erfahrungspunkte. Und Angler Anton setzt nochmal ein Remoraid ein. Ach, weißt was, Aaron, kannst du auch noch drin bleiben. Und nochmal, oh, wir haben keine AP mehr für Stärke, muss ich halt Eisenschweif nehmen. Oh, das resistiert er aber. Mal gucken, ob wir damit einen One-Shot hinkriegen.
Die Attacke ist sehr effektiv. Aronsen benutzt Eisenschweif. Und das war's. Volltreffer. Auch noch ein Crit. Perfekt. Und Aron 801 Erfahrungspunkte. Und das war's auch schon. Angler Anton wurde besiegt. Ah, ich hab verloren. Tja. Musste wohl ein bisschen besser trainieren. Ich glaube, danach haben wir sogar schon gepackt. Erinnerst du dich? An wen? An dich? Wer bist denn du? Angler allein möchte kämpfen. Angler allein schickt Gold King in den Kampf. Gold King, Level 28. Aron, Eisenschweif. Und Boom, sagt da der Boomi. Beinahe. One-Attacke. Au. 2 KP Schaden und Eisenschweif nochmal Aron. Boom. Perfekt. Und das heißt, Aron kriegt 1530 Erfahrungspunkte und Level 44 für Aron. So soll es sein. Angler allein setzt Quapuzzi ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Aber natürlich, jetzt wechseln wir mal. Weil wir haben ja auch noch Pokémon, die nicht so ein hohes Level sind. Aron, genug, komm zurück. Los, Magnus. Unser Magnus zum Beispiel. Der will auch mal ein bisschen stärker werden noch. Quapuzzi benutzt Regentanz. Alles klar. Ein Platzregen setzt ein. Sternschauer. Sehr schön, Quapuzzi wurde besiegt und Magnus kriegt 870 Erfahrungspunkte. Und Angler allein setzt Gold King ein. Alles klar. Kein Thema. Komm her. Boom. Perfekt. Gold King benutzt Dreschflegel. Es könnte. Na, zieht nicht viel ab. Und nochmal ein Sternschauer. Und das war's auch schon mit Gold King und Magnus erreicht wahrscheinlich Level 42 und so ist es auch. Oh, der Angriff in die Verteidigung. Bisschen langsam bist du. Schwertanz. Oh. Soll eine Attacke zugunsten von Schwertanz vergessen werden? Eigentlich ja. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Ich überlege gerade. Flügelschlag. Wir machen Flügelschlag weg. Weil wir haben ja auch noch unseren Sternschauer. Und für alle anderen Fälle haben wir ja noch Rosanna. Du erinnerst dich? Nein, ich erinnere mich nicht. Lass mich in Ruhe. Boah, da wollte ich eigentlich nicht hin. So. Jetzt sind wir hier in... guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen nur deine Pokémon kurz. Jetzt sind wir hier in Lavandia. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Alles klar. So, machen wir's. So, was ist denn eigentlich hier mit dem Pokéturm passiert? Was ist denn hier los? Willkommen, schau dich auf dieser Etage ruhig um. Ah, okay. Hi, mein Freund. Ich bin der tolle Musikredakteur. Was, deine Pokémon kann meine Musiksendung nicht empfangen? Wie traurig. Wenn du dir ein Zusatzset besorgst, empfängst du meine Sendung. Hol es dir bald. Ah ja, okay. Genau, ich glaube, wir müssen nämlich hier jetzt erstmal wieder, weil wir haben ja gehört, dass irgendwas mit dem Kraftwerk nicht stimmt. Und das müssen wir nämlich jetzt erstmal noch erledigen. Wir machen aber hier noch die Route. Wir kommen nicht ohne Strom aus. Das Kraftwerk versorgt uns mit Strom. Richtig. Und das Kraftwerk funktioniert ja gerade nicht. So. Streber Christian möchte kämpfen. Streber Christian schickt Magnetilo in den Kampf. Und hab ich eigentlich immer noch Aron vorne. Aha. Als ob ich... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, boom. Jetzt will ich mal sehen, ob wir den killen noch mit noch einer Stärke oder ob jetzt wieder ein KP übrig bleibt. Es bleiben 2 KP wahrscheinlich übrig. So. Aron, du wurdest verwirrt. Das gefällt mir nicht. Deswegen tauschen wir mal aus. Zu Schnappi.
Mach es fertig, los, Schnappi, Schnappi. Gegner Magnetilo benutzt Ultraschall, alles klar. Kein Thema, und wir benutzen Schlitzer. Schlitz. Und schon ist weg, das Magnetilo. Und Aaron kriegt ein bisschen Erfahrungspunkte, und wir auch. Und Streber Christian setzt Magnetilo ein, alles klar. Kann unser Schnappi ja auch mit umgehen, muss man ja ehrlich dazu sein. Einfach Erdbeben, Spam, Boom. So, Magnetilo wurde in der Luft zerstört. Sehr schön. So, und jetzt kommt bestimmt noch ein Magnetilo, kein Magneton. Auf 32, okay, Boom. Auch down. So muss es sein. Perfekt. Und das war's auch schon. Streber Christian wurde besiegt. Ah, verschwende keinen Strom. Da hast du recht. Strom sollte man nicht verschwenden. Magnus. So. Magnus. Ah, wie funktioniert der Magnetzug? Tja. Das wüsstest du wohl gerne. Streber Thorsten möchte kämpfen. Streber Thorsten schickt Slimer in den Kampf. Alles klar. So, und jetzt machen wir mal hier einen Sternschauer. Na, schon gut Schaden. Perfekt, Komprimatas, auch ideal gegen uns, weil wir ja Sternschauer haben. Sehr gut. Perfekt. Und Streber Thorsten setzt Slime Mock ein. Da wechseln wir aber gerade nochmal kurz zu Schnappi. Magnus, komm zurück. Los, Schnappi. Und Erdbeben. Müssten One-Hit sein, normalerweise. Ah, wobei, Slimer hat relativ gute Verteidigung. Na ne, One-Hit. One-Hit-Wonder. Schnappi erhält 1143 Erfahrungspunkte und das war's auch schon. Streber Thorsten wurde besiegt. Ich möchte nur den Magnetzug sehen, mehr nicht. Tja. Oh, hier haben wir noch drei Trainer und dann fahren wir wieder zurück. Wie sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto? Nimm dich in Acht. Ihr seid als die Pokémon-Trainer-Gilde, von der man schon so viel gehört hat. Biker Aegidius möchte kämpfen. Biker Aegidius schickt Smogon in den Kampf. Alles klar. Magnus. So, und bitte einmal Sternschauer. Rauchwolke. Macht uns nichts aus. Mit diesem Setup macht uns nichts aus. Und nochmal bitte Sternschauer. Perfekt. So, wer kommt jetzt? Setz Smogon ein. Nein. Smogon in den Kampf. Alles klar. Und Boom. Wird der Boomi sagen. So. Nochmal Rauchwolke. Alles klar. Sollte aber kein Thema sein. Und die Mucke, sie knallt voll rein. Boom. Smogon wurde besiegt. Magnus, kriegst nochmal sehr viele Erfahrungspunkte. Perfekt. Und bei Gigidios wurde besiegt. Ah, entschuldige. Wer bist denn du? Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelpfad zuschütten lassen. Das ängstigte mich. Alter. Wart ihr so krass drauf, oder was? Biker Gaston möchte kämpfen. Biker Gaston schickt Flamara in den Kampf. Perfektes Setup gegen Magnus natürlich. Gucken, Magnus, vielleicht kriegst du es ja hin. One-Shot. Komm. Volltreffer, so muss es sein. Perfekt. Biker Gaston wurde besiegt. Ah, vergib mir. So, alles klar. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, Biker Elert möchte kämpfen. Biker Elert schickt Smogon in den Kampf. Alles
klar. Und Magnus, du bist dran. Magnus. Sternschauer. Booms. Ah, beinahe, beinahe. Und oh, Finale. Stecken wir locker weg. Locker. Und wieder 600 Erfahrungspunkte für uns. Und Elert schickt Smogon in den Kampf. Alles klar. Ganz locker machen wir das hier jetzt. Sternschauer. Das spielen wir ganz locker runter. Und Smogon benutzt Finale. Wow. Down. Magnus erreicht Level 43. Perfekt. Und Baike Elert setzt Smogon ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, wir möchten nicht wechseln. Huhu. Sternschau bitte, Magnus. Das war ein Crit. Perfekt. So, und Baike Elert setzt Smogon ein. Baike Elert schickt Smogon den Kampf. Und wunderschön, Sternschauer. Smogon benutzt Rauchwolke und das bringt nichts, denn wir sind zu stark. Sternschauer. Das war's auch. Super duper. Perfekt. Baike Elert wurde besiegt. Ah, Entschuldigung. Tja, entschuldige dich auch lieber vor deinem Boss. Jetzt müssten wir wieder in Saffronia City sein. Richtig. So, und jetzt können wir eigentlich von hier aus hochgehen. Nach Azalea City. So, blub. Pokémon Arena. Hallo, ist hier jemand? Nee. Okay. Hm. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, kann man hier eigentlich über den Felstunnel noch laufen? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das alles miteinander verbunden war. Okay, hier geht es die Nugget-Brücke. Da gehen wir dann gleich entlang. Ich würde aber erstmal gerne hier kurz gucken. Ah, hier brauchen wir Zerschneider. Mist. Mist, Mist, Mist. Das heißt, wir müssen mal ein Pokémon komplett ablegen. Weil wir müssen hinter zum Kraftwerk. Deswegen. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Schwester Joy. Joy, oh Joy. Oh Rocky, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön. Und wir brauchen jetzt mal kurz den Schlingel. Der Ding schaltet den PC ein. Bills PC, die Verbindung zu Bills PC wurde. So, ablenken. Aber warum war in der Arena niemand? So, Epona, mach's gut. Dich brauch ich jetzt erstmal nicht mehr. Schlingel tritt uns jetzt mal bei. Oh mein Gott, ist das nicht so cool. So. Jetzt gehen wir doch mal kurz hinter zum Kraftwerk. Ist das nicht so toll? Meine Güte. So, machen wir einmal flupp, 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 flupp. Und einmal zack. Und einmal hier so entlang. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider hier einsetzen? Aber natürlich. Oh, ein Trainer. Ah, die Leute sollen ihren Müll nicht hier liegen lassen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich auch dagegen. Eine Picknickerin. Kerstin möchte kämpfen. Picknickerin Kerstin schickt Nidorina in den Kampf. Nidorina. Magnus. Magnus. Sternschauer. Ma, beinahe. Kratze. Uah. Und nochmal Sternschauer, bitte. Perfekt. Nidorina wurde besiegt und Magnus kriegt 751 Erfahrungspunkte. Und Kerstin setzt Raichu ein. Und ich wechsle mal das Pokémon, und zwar zu Aaron, weil ein besseres Setup kriegen wir für den jungen Mann nicht. Raichu, 34, alles klar. Aaron, du bist dran. Und benutzt mal bitte einen Schaufler. So, Aarons Verteidigung sinkt und wir gehen einfach mal unter die Erde. Aaron gräbt ein Loch und Raichu benutzt Rutenschlag und das bringt aber nichts, denn Raichu ist jetzt down. One-Hit-Wonder.
Und auch eine spezielle 1332 Erfahrungspunkte. Und das war's auch schon. Picknickerin Kerstin wurde besiegt. Ah, ich hab verloren. Genau, das hast du. Du hast verloren. Ich möchte den Felstunnel erforschen. Durch den Felstunnel müssen wir eigentlich nicht mehr gehen. Wir auch, glaube ich, nicht, weil was bringt's? Camper Stefan möchte kämpfen. Camper Stefan schickt Enteron in den Kampf. Ein Enteron? Los, Magnus. Magnus, Zahnklinge! Enteron benutzt Konfusion. Alles klar, sollte aber kein Thema sein. Vierfach resistiert, Zahnklinge. Und Psycho Plus, es schlug fehl. Und wir machen nochmal die Zahnklinge. Boom, Enteron wurde besiegt. Magnus erhält 1230 Erfahrungspunkte. Und Camper Stefan setzt Sandama ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, wir möchten nicht wechseln, denn wir killen jetzt Sandama mit der Zornklinge. Zornklinge! Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Sandama benutzt Schlitzer. Eieiei. Benutzen wir doch mal Metallklaue. Boom. Perfekt. Gegner ist Sandama benutzt Sandwirbel. Los, Magnus, mit nochmal Metallklaue, das war's. Boom. Sehr schön. Und Magnus hält 1081 Erfahrungspunkte. Und das war's auch schon. Kämmer Stefan wurde besiegt. Ach, boah, Vorsicht. Tja, Vorsicht würde ich auch sagen. So, geht's hier oben weiter. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberberg. Der Silberberg ist in Johto, oder? Ich glaube ja. Warum meinst du? Dup, 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 dup. Wanderer Hartmut möchte kämpfen. Wanderer Hartmut schickt Georock in den Kampf und ich sehe, ich habe wieder total die Zeit aus dem Auge verloren gehabt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, ihr beschwert euch nicht, wenn die Parts ein bisschen länger sind. Boom! So, Georock wurde besiegt. Perfekt. Magnus kriegt 889 Erfahrungspunkte. Und das war's auch schon. Er kommt jetzt rein. Wanderer Hartmut setzt Georock rein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, wir bleiben jetzt bei Magnus drin. Wir sind gerade so gut in Fahrt. Komm, Magnus. Metallglow nochmal. Boom. Einen der wenigen Metallattacken in dieser Generation. Genauso wie Eisenschweif. So. Ich glaube, mehr Metallattacken gibt's gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt hier schon Metallsound. Ich glaube nicht. Ach, hier gibt's, glaube ich, noch irgendwas mit einer, Spiegelkanone gibt's hier, glaube ich, oder Spiegel, irgendwie was gibt's hier noch nicht. Spiegelkanone, wie heißt der Spiegel? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, eben habe ich Mist erzählt. So, aber jetzt ist die Frage, Tommy, wann erzählst du mal nicht Mist? Wanderer Hartmut, ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Und ich bin auch dazu zu sehr beschäftigt, Pokémon zu spielen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Part von Pokémon, die Goldene Edition. Macht's gut, ciao, ciao.